Und diese Okkultisten haben die echten Lehren von den Menschen ferngehalten. Man erkennt dann, dass das Christentum Okkultismus ist. Es ist geheimes Wissen, was die dunklen Kontrolleure den Leuten wegnahmen, es verdrehten und in etwas machten, was es nie sein sollte. Sie halten es versteckt, damit die Leute dieses Wissen nicht aufnehmen, ihr Verhalten dementsprechend ändern und die Welt damit zum Guten verändern können. Sie erkannten die echte Kraft der esoterischen Lehren, die ich als Christentum bezeichne.